Here we go again, liebe Trading-Freunde. Es ist soweit, der erste Trade tatsächlich hat funktioniert. Take Profit wurde aktiviert. Ich zeige es euch hier nochmal schnell in der aktuellen Möglichkeit. Die Newsletter-Abonnenten, ich habe es euch nochmal reingepackt in die Videobeschreibung der Newsletter, dient für mich jetzt dazu, weil doch irgendwie so viele Interesse an dieser Idee haben oder an diesem Projekt, eigentlich als Sammelbild, ja. Das heißt, natürlich gerne in unseren Newsletter mit eintragen. Ich schicke jedes Mal directly Kauf- und Verkaufsmeldungen raus, dass ihr bestens über mein Selbstexperiment eben informiert seid. Ja, wie gesagt, ich schneide diese Videos jetzt nicht. Ich gehe nur noch mal kurz darauf ein, was passiert ist, Take Profit etc. pp. Nach dem Einstieg tatsächlich, ich habe das Video heute Morgen hochgeladen, wir waren hier unten, und ich sagte tatsächlich, besitzt Gold die Möglichkeit, trotzdem weiter zu steigen. Und was ist passiert nach dieser zähen Anstiegslage tatsächlich hier mit der Liquiditätszone oben raus? Kaboom! Neues Vortageshoch, in dem Fall geliefert. Der Take Profit wurde aktiviert, sogar noch 0,01 Cent. Und nee, 0,01 Euro besser im Zertifikat durch eine Slippage-Ausführung. Und Slippage ist natürlich in dem Fall immer positiv für mich, weil es nach unten natürlich keine Slippage gibt. Alle Trading-Ideen werden natürlich Stop-Loss gleich K.O. getradet. Das heißt, nach unten gibt es keine negative Slippage. Nach oben kann es allerdings eine positive Slippage geben. Und die Slippage ist einfach das Differenz vom dem eingestellten Verkaufskurs zum tatsächlichen Verkaufskurs. Ja. Das ist natürlich so, wenn sich das Zertifikat oder Basiswert sehr, sehr schnell bewegt, kann es eben zu Slippage-Ausführungen kommen. Und oder aber, und das ist leider ein Nachteil bei den K.O.-Zertifikaten, es kann natürlich auch kein Preis gestellt werden, natürlich, ja, wie Overnight auch. Und oder das Zertifikat erreicht den Preis und die Order wird nicht ausgeführt, weil der Emittent nicht genug Stückzahl vorhanden hat zu diesem Preis. Und im nächsten Moment ist der Preis vom Zertifikat wieder nach unten gefallen. Die Order wurde nicht ausgeführt. Gibt's alles. Aber wie gesagt, teile ich natürlich mit euch die Einschätzung. Bitte nutzt die Möglichkeit, hier auf YouTube einmal die Glocke zu aktivieren. Heißt es, habe ich mir sagen lassen. Natürlich abonnieren, wenn ihr das Projekt da Lust drauf habt. Natürlich gibt es weitere Videos in Bezug Investment Traders, weil es geht ja auch um das Investieren. Ja, das wird nach wie vor fortfolgend gemacht. Aber eben auch hier möchte ich euch mein 1 Million Euro Depot oder Experiment zeigen. Die Möglichkeit jetzt hier, dass Gold tatsächlich weiter steigt, ist durchaus gegeben, auch erst recht im Zuge der Pressekonferenz heute Abend. Wird sehr, sehr actionreich. Ich munkel eher mit einer 0,5 Basis Zinsschritt nach unten, das dürfte Gold überproportional beflügeln. Ihr wisst, 2625 ist hier durchaus auf der Oberseite hier erreichbar. Jetzt geht es darum, erstmal hier euch zu zeigen, was die Trading-Idee war. Das habe ich bereits erörtert, wie der Trade aufgegangen ist. Und er ist jetzt in dem Fall aufgegangen. Das heißt also für mich im nächsten Step, beziehungsweise für euch, gibt es hier die Möglichkeit, mir nochmal zuzuschauen. Gerne, wenn ihr mögt, wie gesagt, Newsletter eintragen, zack, raus die Meldung, dann seid ihr bestens informiert. Ich habe jetzt hier im Depotbestand 1000, ja, die Abrechnung natürlich habe ich euch auch gezeigt im Newsletter tatsächlich, und hier kommen schon die nächsten rein. Wenn ich wusste gar nicht, dass es so interessant ist, dieses Projekt. Wollen wir doch mal ehrlich sein, das ist ziemlich unrealistisch. Ja. Ich brauche jetzt nochmal 10 Treffer-Trades. Das ist schwierig, ja, nicht unmöglich, deshalb will ich es mit euch tatsächlich probieren. Aber hier, ich habe tatsächlich die Steuern berücksichtigt, Orderentgelt berücksichtigt. Zum nächsten Zeitpunkt steht wieder 1000 Euro an, also knapp 1000 Euro plus minus 1-2 Euro für die Ordergebühr gegebenenfalls plus, wie gesagt, die genaue Stückzahl, 1014,30 Euro kann ich jetzt sozusagen ausgeben. Im nächsten Step muss natürlich aus diesen 1014 Euro wieder 127% Gewinn erwirtschaftet werden, und daraus resultiert dann für den nächsten Trade hoffentlich diese 2000 Euro und sich immer weiter Step zu Step zu entwickeln. Das wird echt in jedem Fall spannend. Die aktuellen Fragen, ob ich das live streame, ob ich immer Videos dazu mache, welche Kanäle ich dazu nutze, ist echt ein bisschen tricky, weil wirklich so viele
da Interesse dran haben. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass ich das gerne mal live mache. Wie gesagt, dann brauche ich aber auf jeden Fall 3 Stunden, werde ich dann einplanen, 19 bis 22 Uhr, dienstags oder donnerstags abends, wenn wir dann voraussichtlich Gold, Öl und Nasdaq Dow Jones handeln. Hier gibt es natürlich auch die Signallage, die ist einfach zu verwerten. Letztendlich bleibt es natürlich in der Entscheidung des Marktes, ob dieses Projekt aufgeht tatsächlich. Aber es ist so, werde ich mit euch teilen, die möglichen Einschätzungen dazu. Und wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, einfach zack, rein in den Newsletter. Ihr werdet dann hier direkt mit Kauf- und Verkaufsmeldungen abgefrühstückt. Ja? Wir sehen uns wieder zum nächsten Video. Bis dahin.